Ab 122 Klicks bis Chambois. Die verdammten Crowds, wieso rücken die nach Westen vor? Glauben die, dass sie es mit Patton aufnehmen können? Sollen sie es ruhig versuchen. Die Briten stoßen von Norden hervor. Und von Süden kommt die 12. Wir nehmen die gesamte 7. Armee in die Zange. Chambois und Thun. Nur noch die beiden Ortschaften, dann haben wir sie. Und dann bomben wir alles zur Hölle. Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Company of Heroes 1 mit dem DLC Tales of Waylor. Jetzt mit der Mission Kessel von Falais, beziehungsweise mit der Mini-Kampagnen-Mission Kessel von Falais. Und wir springen sofort rein. Bitte kommen! Habt ihr das gehört? Das kam aus Chambois. Die Amerikaner müssen die Ortschaft eingenommen haben. Sind die schon so weit im Osten? Wenn die Tommies von Norden kommen, sitzen wir in der Falle. Wir müssen die Luftwaffe warnen. Okay, dann los. Wir laufen ihre Befehle. Schnappt euch das MG42, aber vergesst die Munition nicht. Nehmt's mit. Schnappen wir es uns. Vielleicht schießt das Ding ja noch. Gut, und auf geht's. Sicher. Wir haben neue Waffen. Marsch, marsch. Na kommt. Los, hoch mit euch. Ja. Lauft, Leute, lauft. Machen Sie bei der Kirche Meldung. Das machen wir auch. Los, 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 los. Ihr Volksgrenadiere. Sicher. Kann ich was nachordern? Hauptmann Funke, es gibt wichtige Neuigkeiten. Was ist los, Hess? Ich hoffe, das ist wichtig. Die Amerikaner. Sie haben Chambois eingenommen. Bringen Sie die 8-8 in Stellung. Wir wollen nicht unvorbereitet sein. Okay. Baueinheit. Wir sind bereit. Geben Sie uns Ihre Befehle durch. Hier eine 8-8er-Stellung errichten. In Ordnung. In Ordnung, Männer. Fangen wir an. Machen wir das doch mal. Keine Warum müssen wir 8-8er bauen, um unsere Panzer zu beschützen? Sie sind unbesiegbar. Unsere Panzer sind den amerikanischen Panzern überlegen. Aber selbst überlegene Waffen können nicht vernichten, was sie nicht angreifen können. Los, schwingt die Hufe. Na, damit meint er nämlich Flugzeuge. Panzer können hier keine Flugzeuge angreifen. Ist sie fertig? Vorwärts, Männer! Fertig! Okay, haben wir. Panzer abschirmen. Alarmieren Sie die Männer. Die haben sich lang genug ausgeruht. Nicht, dass man uns überrascht. Okay. Befehl vom Hauptmann! Alle Mann raus! Die Amerikaner sind hier! Neue Infanterie. Achtung, amerikanische Flugzeuge! Sprechen Sie, Männer, und ihr seid der Luftwaffe-Marschmann in Zweiergruppen. Ah, okay. Volksgrenadiere. Das war ein Aufklärer. Sie scheinen Luftwaffeneinheit abzusuchen. Okay, dann machen wir das mal. Männer, neu formieren. Vielleicht wäre noch eine zweite gar nicht mal so verkehrt. Panzerfallen. Weiß nicht, ob wir uns hier eingraben müssen. Warten noch einen Moment. Oh nein, sie setzen Fallschirmjäger ab. Sie sind hinter unseren Panzern her. Wir müssen verhindern, dass sie unsere Panzer sehen. Okay. Gruppe, bereit machen. Packt euren Kram zusammen. Wir rücken ab.
Okay, Pionierbefestigung. Wir müssen diese Fallschirmjäger ausschalten. Aufwachen an die Waffen! Die Amerikaner greifen an! Hört ihr denn nicht, was da draußen los ist? Steht auf und kämpft! Okay. Vorgelagert das Hauptquartier errichtet. Ah, okay, okay, okay. Indem sie Befestigung sichern, schalten sie für sich Einheiten frei. In Ordnung. Pioniere. Die Fallschirmjäger legen Minen. Hess, Bohrmann, kümmert euch um sie. Es kommen noch mehr Fallschirmjäger. Scheiße! Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Schutzpunkt an. Ja, okay. Ihre Befehle? Ja. Marsch. Können wir nichts machen? Dann mal auf. Es kommen noch mehr Fallschirmjäger. Scheiße. Ja? Okay. Na los, rein da. Macht schon. Na Jungs. Ihr Volksgrenadiere. Ein Gewehr in jedes Fenster. Marsch. Pioniertrupp bereit. Ja. Ist so gut wie erledigt. Mach mal. Wir müssen diese Fallschirmjäger ausschalten. Ja, wir sind ja schon dran. Wir arbeiten ja schon dran. Schicken Sie Männer zu den Panzern vom Oberst. Die dürfen nicht beschossen werden. Wohin? Panzer abschirmen. Befehl vom Hauptmann! Alle Mann raus! Die Amerikaner sind hier! Oh, okay. Schweres MG. Sehr geil. Hess, schicken Sie Männer zu den Panzern vom Oberst. Die dürfen nicht beschossen werden. Ja. Okay, wo ist denn der Panzer? Wir müssen verhindern, dass Sie unsere Panzer sehen! Kindergeburtstag! Verdammt, bewegt euch endlich! Schon Marsch! MG bereit! Befehl vom Hauptmann! Alle Mann raus! Die Amerikaner sind hier! Gut. Grenadiere, nicht genug Arbeitskraft. Marsch, Leute. Sie haben Fallschirmjäger! Ja, Hess, schicken Sie Männer zu den Panzern vom Oberst. Die dürfen nicht beschossen werden. Gehen wir, Männer! Weiß nicht, wo die Panzer wir sind. Ab. Wir müssen diese Fallschirmjäger ausschalten! Grenadiere, geht in das Gebäude! Oh, Marsch! Wir sind bereit. Das ist mir ein bisschen zu viel, wo wir uns verteilen, ganz ehrlich. Funke, kümmern Sie sich um die Amis. Die Schweine verkratzen mir meine schönen Panzer. Ah, hier sind die Panzer. Ah, nicht genug Arbeitskraft. Wir müssen diese Fallschirmjäger ausschalten. Hess, schicken Sie Männer zu den Panzern vom Oberst. Die dürfen nicht beschossen werden. Ach. Wir haben beschossen. Wir haben beschossen. Werfer zu diesem Fenster. Jawohl, mir wäre es lieber, wir würden diese Munition verschießen. Rein, alle Mann. Na, rein hier. Die Feinde greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Beeilung, sonst nageln die uns nochmal fest. Ja. Sind ja schon dabei. Wir müssen diese Fallschirmjäger ausschalten. Funke, schaffen Sie uns die Fallschirmjäger vom Hals. Aufwachen an die Waffen! Die Amerikaner greifen an! Ja. Hört ihr denn nicht, was da draußen los ist? Steht auf und kämpft! Ja doch. Bleib ruhig. Keep cool. Ich hab aber keine... Die Feinde bereiten sich und vorgelassen. Funke, kümmern Sie sich um die Armee. Die Schweine verkratzen mir meine schönen Panzer. Ja, okay, mach hin. Wieder rein. Oder Granate werfen. Gute Arbeit, Männer. Die Fallschirmjäger fliehen. Aber die feigen Amis kommen sicher zurück.
Die Amerikaner sind auf dem Weg. Wir müssen eine starke Verteidigung aufbauen. Halten Sie die Panzer bis zum Einbruch der Nacht versteckt. Hess, halten Sie sie auf. Wehren Sie den Angriff ab. Enttäuschen Sie mich nicht. Ja, ich versuche ja alles. So ist es ja nicht. Ein großer amerikanischer Verband nähert sich. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Ja. Los. Okay, upgraden. Jawohl. Verstanden. Marsch. Gegen unsere Feuerkraft können Sie nichts ausrichten. Ne. Hier 88er aufstellen, okay. Was habe ich jetzt davon? Meldung machen. Marsch, Leute, ich brauche euch. MG bereit. Mach eine. Puma. Ich brauche Einheiten. Ich hab nix. Ja. Kannst nicht bauen. Ich brauche mal hier einen. Wir rücken von hier ab. Packt euren Kram zusammen. Ja, sprechen da drinnen Sie. Verteilen. Sichert okay. Das Gebäude. Einer ist da. Krieg sind alle gleich. Können wir noch? Können wir nicht. Warte, kurz, wo ist er denn? Gruppe bereit für neue Befehle. Ja. Zeit, dass wir uns in Bewegung setzen. Los. Folgt mir, Männer. Wo ist denn meine... Flammenwerfertrupp hat nachgetankt! Ja, ist so schön, dass du nachgetankt hast, aber... Beginnen wir mit dem Bau. Komm schon. Hier, Grenadier! Mach den weg! Jawohl, wir machen uns auf den Weg. Bewegt euch doch mal raus hier. Oh, Leute. Beginnen mit der Räumung des Stacheldrahts. Volksgrenadiere, wir lauten ihre Befehle. Okay, warte mal kurz. In die Scheune, Volksgrenadiere. Ja, los. Ja, ich höre. Ich kann keine 88er aufstellen, ich werd bekloppt. An die Arbeit, Männer! Auf deiner rechten Seite! Versuche es von hinten! Zuhören, Grenadier! Oh, das gefällt mir nicht. Los! Zielgebäude. Komm schon. Mann, ich hab nix, was ich mir irgendwie es mal hinstellen könnte. Neue Befehle rein. Neu formieren. Ja, die Amerikaner greifen Thron an. Alles nach draußen. Okay. Mann, ey. Ich hab doch nix, was hier irgendwie auch nur ansatzweise interessant wäre. Grenadiere bereit. Okay. Haben wir jetzt die Puma-Befestigung oder nicht? Uns auszutricksen. Haltet diese Spielzeugpanzer auf. Sie dürfen die Panzer nicht entdecken. Verteidigt sie um jeden Preis. Jawohl. Ja, Marsch. Jawohl! Räume vor gelagerter Stellung! Wir warten darauf, gegen den Feind vorgehen zu dürfen! Ja, Marsch! Es gibt was los! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Ja, ich weiß! Scheiße! Ich wurde getroffen! Wir haben uns verhört! Unsere
Ja, ich hab aber nichts. Was? Unsere Basis wird angegriffen. Ja, ich weiß. Ich brauche aber mehr Hilfe. Schnappt euch Munition. Wir rücken ab. Ja, hier, Puma. Wir warten darauf, gegen den Feind vorgehen zu dürfen. Es gibt neue MP40. Ja, ja. Flammenwerfer-Truppe, Feind ist in der Nähe. Die Verstärkung ist da. Pioniertrupp bei Zielposition. Der Stützpunkt liegt an der Beschuss. Los. Mach die kaputt hier. Schießt, schießt. Rein da ins Haus. Hab schon. Sie haben bis zuletzt ihr Vaterland gekämpft. Mach die weg. Sie sind in unserem Bereich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Mann! Gut, los, schieß die, mach die weg jetzt hier. Mann, 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 ey. Kettenfahrzeug. Der Stützpunkt wird beschossen. Okay, hol dir den mal. Okay, Jungs. Wir brauchen hier vorne Verteidigung. Schieß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sprengfallen, Feuersturm. Blitzkriegangriff. Männer, wir können von nun an strategisch wichtige Wegmarken mit Sprengfallen versehen. Oh, nee, ey. Komm schon. Hat er das jetzt geholt oder nicht? Kettenfan. Erwarte Befehle. Ich höre. Ah, hier haben wir Fahrzeuge. Schau an. Hier über die linke Seite. Oh nein. Jabos. Die amerikanischen Raketen zerstören meine Panzer. Sie dürfen die Panzer nicht entdecken. Verteidigt sie um jeden Preis. Na toll. Los. Das ist inakzeptabel. Schafft mir diese Schweine vom Hals. Ach. Wir haben das Gebäude ausgeschaltet. Kommt jetzt. Bereit zum Einsatz. Bewegung. Erteilt ihnen eine Lektion. Jawohl. Wir geben uns dorthin. Los. Mach die weg hier. Wir werden bereit für dich. Rasch bestätigt, funktionsfähig. Wir sind kampfbereit. Schieß, was das Zeug hält. Komm schon. Sie greifen erobertes Gebiet unseres Vaterlandes. Sie treffen nur auf in der Linie. Mann, ich brauch mal Einheiten, irgendwas, ey. Es ist so zum Kotzen. Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Befehl vom Hauptmann! Alle Mann raus! Die Amerikaner sind hier! Kettenfahrzeuge, komm. Panzerwagen. Ich hätte ja gerne, hier ist so viel Action. Ich krieg die nicht weg.
Meine Fresse! Fahrzeug in Bewegung, sofort. Okay, Baumer. Kettenfahrzeug Ende, jawohl. Erwarte Befehle, wir müssen los. Ich brauch was, Leute, macht hin, ne? Ja, Kettenfahrzeug Gang rein, jetzt. Los. Ich brauch die Einheiten. Königreich für eine 88er. Normale Pioniere, ich brauche aber die Luftwaffeneinheit. Funke, kümmern Sie sich um die Amid. Die Schweine verkratzen mir meine schönen Panzer. Ah. Ja, super. Panzerwagenbefestigung. Der Erna raus. Wo sollen wir hin? Die Salve hätte uns fast zerfetzt. MG bereit. Du holst dir das hier. Unser Kettenfahrzeug wurde zerstört. Na super. Meine Gruppe wird angegriffen. Mann, was ist denn hier los? Ist auch nix. Nix zusammen hier, ne? Ganz ehrlich, das ist. Panzer, nicht genügend Arbeitskraft. Na super. Was machst du denn da oben? Bist du besoffen? Ey, ganz ehrlich, du kannst doch nicht da oben hinfahren. Was macht sie weg jetzt hier? Flammenwerfer stehen unter Feindbeschuss. Unglaublich. Ich höre. Unglaublich. Position bestätigt. Sie treffen uns. Ja, ich weiß, dass sie uns treffen. Wir haben eine Einheit verloren. So zum Kotzen, ganz ehrlich. Die greifen erobertes Gebiet unseres Vaterlandes an. Los! Oh. Meine Güte! Ah, 280, ich werd irre. Ich hab keine Panzer. Hab ich noch nicht. Sehr gut, den haben wir erledigt. Gib mir doch mal ein bisschen Power hier, ey. Nicht genügend. 375, Alter. Was ist denn das? Oh, Gott. Das ist ein schönes Geschenk, Volksgrenadiere. Die MP40 sind eingetroffen. Verteilt sie. Okay, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Hoch mit euch! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Aber wo ist denn noch das andere zu übernehmen? Wir stehen unter starkem Beschuss. Der Stützpunkt wird beschossen. Hier. Sichert die Rückseite des Gebäudes. Dann werden wir diese verdammten Shermans wie Nüsse knacken. Okay, das funktioniert ja so gut. Endlich mal ein Wagen hier, ey. Wir haben Verwundete! Mann. Scheiße! Sie sind in unseren Stützpunkt eingedrungen. Sie greifen unseren Stützpunkt an. Was ist unser Ziel? Artillerie schießt! Scheiße! Mann, ausgefallen!
Ich will, dass ihr diese Bastarde in die Flucht schlagt. In direktes Feuer. Okay, holen weg. Komm. Schwerer Aufklärer einsatzbereit. Sofort. Endlich mal ein Geschütz hier. Der Stützpunkt liegt unter Beschuss. Befehl vom Hauptmann! Alle Mann raus! Die Amerikaner sind hier! Puma hat verstanden. Ja, mach den weg hier. Komm schon. Jawohl, Puma steht unter Beschuss! Im Schrott fahren die denn hier rum? Los! Festung betreten, okay, ich brauche irgendwas. Grenadiere. Ziel ausgeschaltet. Sie schießen auf mich. Sie sind in unserem Bereich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, wo ist denn der Typ hier? Mach den weg. Mach ihn weg. Was ist hier unten los? Ballert sie in Stücke! Hey, es ist ja... Kämpft weiter! Kämpft für eure gefallenen Kameraden! Ja, ja. Wir warten darauf, die Zielfeinde gehen zu dürfen! Unser Stützpunkt wird angegriffen! Oh, hier unten ist mir ein bisschen zu viel Action! In die Scheune! Kurzgrenadiere! Puma steht unter Beschuss! Kommunikationssystem funktionsfähig! Hallo, mach's weg! Fertig. Komm schon. Wir wurden getroffen. Ja, ich weiß, dass wir getroffen wurden. Mann, gehen wir auf den Puffer, ey. Kümmern Sie sich um die Amis. Die Schweine verkratzen mir meine schönen Panzer. Ach. Sag an. Sie wünschen. Haben Sie neue Befehle? Waffen bereit machen. Beginnen mit dem Angriff. Flammenwerfertrupp bereit. Okay, dann... Wir werden ihre Panzer stoppen. Okay, weiter. Weiter. Ja, würde ich gerne machen, glaub's mir, aber ich kann's nicht. Die Amerikaner ziehen sich zurück? Die Feiglinge kämpfen wohl nicht im Dunkeln. Oberst Heim, klar an alle Panzerbesatzungen. Die Nacht ist angebrochen. Wir rücken jetzt vor. Hauptmann, entgegen meiner Erwartungen haben Sie heute doch nicht auf ganzer Linie versagt. Jetzt zeige ich Ihnen, was echte Führungsqualitäten sind. Befehl vom Hauptmann! Alle Mann raus! Die Amerikaner sind hier! Oh. Haben wir es geschafft? Wahnsinn. Sah aber nicht danach aus. Oh oh. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unsere Panzer werden durch ihre Reihen gehen wie eine Sense durch hohes Gras. Zeigen wir den Amerikanern, was deutsche Ingenieure zustande gebracht haben. Solange die Flugzeuge der Amerikaner... Unser Stahl ist stark. Die Bomben der Amerikaner werden von unseren Panzern abprallen wie Regentropfen. Was macht er denn da? Er fährt direkt auf die Linien der Alliierten zu. Das Oberkommando hat ihm befohlen anzugreifen. Was soll er da sonst tun? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand den Durchblick hat. Viel Glück, Oberst. Glück ist was für Schwächlinge, Hauptmann. Und Übermut tut selten gut. Ja, ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns bei der nächsten Mission wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.